Wir möchten nochmal eine ganz besondere Ehrung machen, die nichts mit Zugehörigkeitsdauer zu tun hat. Und zwar möchte ich dazu unseren Hermann Weber mal auf die Bühne bitten. Kurz zum Hintergrund. Hermann wurde im letzten Oktober mit der Verdienstmedaille der Stadt Worms ausgezeichnet. Aus Termingründen war diese Auszeichnung leider an unserem Bubble-Oven, was dazu geführt hat, dass zu wenig Rhein-Dürkheimer vor Ort waren und dass wir noch keine richtige Würdigung für diese Auszeichnung, ja, Hermann einfach geben konnten, für das, was er alles für uns tut. Und deswegen habe ich mir jetzt Jan, Adolf und Stefanie ist auch schon gleich auf dem Weg, geschnappt, dass wir noch ein paar Worte über Hermann in diesem Rahmen einfach verlieren, dass wir würdigen können, was er alles für uns tut. Adolf, ich darf dir das Wort übergeben. Du hast damals die Laudatio gehalten. Ja, vielen Dank, Björn. Ich habe gerne die Laudatio gehalten und es war mir auch eine besondere Ehre, den Hermann Weber entsprechend mit der Verdienstmedaille der Stadt auszuzeichnen. Allerdings habe ich jetzt die Laudatio heute nicht dabei. Ist aber auch gut so, da müssen wir länger dauern. Ich mache das relativ kurz. Lieber Hermann, du warst über 40 Jahre, meine ich, im Ortsbeirat gewesen. 40, ja, 40. Und davon eine lange Zeit auch der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Ortsbeirat gewesen. Du hast aber auch wahnsinnig viel fürs Ort insgesamt gemacht, aber nicht nur für Rhein-Dürkheim, sondern auch darüber hinaus, wo ihr unterwegs seid. Ich möchte dazu zwei, drei Punkte, die mir spontan einfallen, auch mit erwähnen. Da war zum einen der Wasserspielplatz, der sich immer noch größter Beliebtheit erfreut, in der Klotzanlage, wo er maßgeblich mit beteiligt war, die Firma Büttel mit beteiligt war. Also auch die Karin war mit beteiligt, auch dein Sohn Thomas und deine Tochter. Und vieles, vieles mehr, was es zu tun gibt. Ob das um die Kerbewaage ging, den wir gebaut haben, bei dir im Hof, mit deiner Unterstützung, mit allem drum und dran. Oder auch das Maifest, beziehungsweise der Frühschoppen, auch der war bei euch öfters mal im Hof gewesen. Aber auch der Männergesangverein habt ihr entsprechend unterstützt. Auch da waren Feierlichkeiten bei euch im Haus gewesen. Also vielerlei Sachen, die man jetzt noch aufführen könnte. Du warst auch lange Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv gewesen. 20 Jahre, also da kommt eigentlich zusammen, müsste normalerweise schon 200 Jahre alt sein. Von meiner Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch und ich denke, das gilt es hier auch nochmal zu würdigen, das große Tun. Und nochmal, ja, ich hoffe, du kannst uns noch ganz, ganz lange unterstützen. Dankeschön. Noch zwei, drei Worte, weil nicht nur das Wirken von Hermann selbst ist so beeindruckend, sondern er hat es auch geschafft, mit Unterstützung seiner Frau Karin auch die Kinder ins Wirken zu bringen und inzwischen auch die Enkelkinder. Also man kann sich inzwischen kein Fest in Rhein-Dürkheim mehr vorstellen, wo nicht irgendein Weber beteiligt ist. Und das ist halt schon eine große Kunst, nicht nur selbst aktiv zu sein, sondern das auch in die nächsten Generationen weiterzugeben. Jetzt sind heute natürlich gerade Sohn und Enkel nicht da, weil sie Autorennen fahren, aber das haben sie früh genug angekündigt, dass ist halt so ein Hobby geht dann vor. Aber Hermann, das ist deine Leistung, dass du da einfach mit der ganzen Familie uns unterstützt. Und da danke ich dir recht herzlich für. Die neueste Aktion ist jetzt, dass Hermann der Stadt quasi angeboten hat, wenn ihr mir erlaubt, eine Überdachung beim Buhlplatz zu machen, dann schenke ich euch noch ein Sandspielgerät. Das ist Hermann Weber. Nicht nur fragen, darf ich das machen, sondern hört zu, wenn ihr mich nicht ärgert, lasst mich einfach machen und dann kriegt er sogar noch was dafür. So denkt der Hermann und das ist wirklich aller Ehren wert. Und deswegen haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit für dich, was zu trinken. Kein Kisswasser natürlich, das wäre jetzt ein bisschen langweilig. So, dann noch ein letzter kleiner Hinweis. Hermann hat sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, er möchte beim Wiederaufbau der Zenit etwas mehr Fahrt einfach reinbringen. Und deswegen ist auf seine Initiative hin nächste Woche Samstag der erste Arbeitseinsatz, wo man mal ein bisschen, ich glaube, das Unkraut wegmachen, aber auch den Müll, der durch den letzten Einbruch leider entstanden ist, wegräumen. Also wer Zeit und Lust hat, nächste Woche Samstag wird dort ein bisschen aufgeräumt werden, damit wir auch dieses Wahrzeichen von Rhein-Dürkheim wieder ins Glänzen bringen. Also lieber Hermann, vielen, vielen Dank für alles und nochmal einen großen Applaus. Also vielen Dank der vielen Ehrungen. Ich freue mich, dass man da gleich bisschen die Arbeit anerkennt, die man macht. Und ich kann manche Sachen eben halt nicht sehen. Und dann muss man halt mal selber etwas in die Hand nehmen. Und mein neues Lieblingskind, der Buhlplatz, den wollte man also auch ein bisschen besser noch gestalten. Da sind wir noch am Arbeiten. Es gibt da halt immer noch ein paar Bremsklötze. Ich will nicht sagen, dass die aus der Stadt kommen, aber die meisten ist es so.
Und wie gesagt, wenn ich gesundheitlich das kann, und dann helfe ich gerne. Und will auch gucken, dass wir unser Ort ein bisschen voranbringen und ein bisschen schöner gestalten. Wie gesagt, der Björn hat es auch gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir unseren Zenit wieder ein klein bisschen rausmöbeln, weil viele fahren da dran vorbei und sagen, das kann man nicht mehr angucken. Und ich stehe auf dem Standpunkt, also Abreise auf gar keinen Fall, weil es hat sich jetzt hier etabliert. Und ich denke, es sind auch von der Versicherung noch ein paar Gelder da, dass man zumindest die Außenfassade erhalten kann. Es wäre wünschenswert, wenn man mal wieder noch eine Wirtschaft kriegen, aber das ist wahrscheinlich Utopie. Und das kann man auch niemand mehr zumuten, das zu betreiben. Aber das Ganze als Optik darzustellen, und vielleicht kann man hinten dran mal einen Grillplatz machen, wo man sich dann mal auch privat treffen kann oder irgendeine Feier von dem Verein machen kann. Also wir werden da schon noch ein bisschen was dran arbeiten. Und das soll noch wieder was für Rhein-Dierkheim werden. Ich hoffe, dass ein paar kommen zum Unterstützen. Und wir schaffen dran. Oder wir schaffen das. Danke.